Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Raheem Sterling, L, kämpft gegen Virgil van Dijk um den Titel Fußballer des Jahres in der Premier League. Urheberrecht Getty Image. 6. April 2019, 11 Uhr. Bei der Wahl zum Fußballer des Jahres wollen einige Liverpool-Profis wohl ein ungeschriebenes Gesetz brechen und den Konkurrenten ihres Teamkollegen wählen. Dieses Voting dürfte Virgil van Dijk so gar nicht gefallen. In der Premier League steht die Wahl zum Spieler der Saison auf dem Programm. Heißer Kandidat auf den Titel, Liverpool-Star Virgil van Dijk. Auch der frühere Red Star und heutige Man City-Profi Raheem Sterling hat gute Chancen auf den Titel. Laut Sports Milk könnte es dabei an der Anfield Road zu einer ungewöhnlichen Wahl kommen. Grundsätzlich dürfen Profis in der Premier League nicht für Spieler ihres eigenen Teams stimmen. Um den eigenen Teamkollegen bei der Wahl nicht zu schwächen, wird traditionell vermieden, dessen direkte Konkurrenten zu wählen. Dieses ungeschriebene Gesetz bestätigte der frühere Liverpool-Profi Jamie Carragher nun in einem Interview. Als dessen Kollege Steven Gerrard 2006 heißer Anwärter auf den Titel war, bat Carragher seine Teamkollegen, nicht für die direkten Konkurrenten Thierry Henry oder Frank Lampard zu voten. Jetzt das aktuelle Trikot des FC Liverpool bestellen. Hier geht's zum Shop. Anzeige: Liverpool-Profis wollen Sterling wählen. Dies soll beim Team von Jürgen Klopp nun aber nicht der Fall sein. Demnach wollen diverse Liverpool-Profis ihre Stimme ihrem früheren Teamkollegen Raheem Sterling und damit einem direkten Konkurrenten von Virgil van Dijk geben. Eine taktisch kluge Wahl, um den niederländischen Abwehrprofi zu stärken, wäre dies nicht. 2006 zeigte die Bitte von Carragher übrigens Wirkung. Steven Gerrard wurde zum Fußballer des Jahres gewählt.